Ja, willkommen zur heutigen Live-Debatte, wo es eben darum geht, was ist Mobilität uns wert? Ich bin Christina Quast und ich bin vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass ich eure Fragen stelle, die ihr online, live und direkt stellen könnt. Zu Gast ist eben Alexandra Kirchner, der hauptsächlich mit der Bahn zu tun hat. Deswegen meine erste Frage, was bedeutet Mobilität für Sie eigentlich persönlich? Warum möchten Sie mobil sein oder müssen Sie mobil sein? Es ist so, dass viele Menschen mobil sein müssen, um auf die Arbeit zu kommen oder auch ihre persönlichen und privaten Lebensbedingungen vernünftig gestalten zu können. Ich gehe sogar davon aus, dass es ein Grundrecht auf Mobilität geben muss. Denn die Menschen, die nicht eingeschränkt oder mobilitätseingeschränkt sind, können am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen, haben oft keine Berufsperspektiven. Deshalb ist Mobilität wichtig, auch für mich. Ich nutze regelmäßig und fast wöchentlich ständig die Bahn, öffentliche Verkehrsmittel, bin auch jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier. Okay, das war eigentlich schon fast unsere erste Zuschauerfrage. Da möchte jemand wissen, gibt es ein Grundrecht auf Mobilität oder sollte es es dann auch geben? Also im Grundgesetz ist das nicht so verankert, aber es sollte es auf alle Fälle geben, weil, wie gesagt, wenn Mobilität nicht mehr garantiert werden kann, insbesondere für alle Menschen, dann werden sie abgehängt, aus der Gesellschaft abgehängt und haben nicht die Möglichkeit, an vielen Dingen teilzunehmen. Deshalb sind insbesondere ältere Menschen und auch die Menschen mit nicht so viel Geld im Geldbeutel von einer Versorgung des Staates mit Mobilitätsangeboten abhängig. Wie sieht es denn aus bei uns in Deutschland? Wir haben ganz gerne den Slogan, dass Geiz geil ist und wir sparen auch gern bei den Lebensmitteln. Sind wir auch bei der Mobilität, um von A nach B zu kommen? Ein bisschen die Billigheimer? Wollen wir alles so günstig wie möglich haben? Ja, ja, würde ich sagen, oder jein, würde ich sagen wollen. Es gibt natürlich die Bereitschaft in der Bevölkerung, auch für Mobilität zu bezahlen. Insbesondere diejenigen, die individuell Mobilität nutzen, sich ein Auto kaufen und da oft Geld keine Rolle spielt. Wenn es um öffentliche Verkehrsmittel geht oder auch um Produkte, und ich möchte es bewusst auch weiterziehen, dass es nicht nur um die Frage der Eigenmobilität geht, sondern um Verkehr gesamthaft, ist Geiz geil. Und wir erleben gerade jetzt in der Zeit, in der die Benzinpreise runtergehen, dass wir wieder Verlagerung von der Schiene auf die Straße bekommen im Güterverkehr. Solange Krabben im Makroko gepult werden können, ist das nicht gut für die Umwelt und für die Gesellschaft. Und deshalb ist dort oft Geiz geil. Und auch im Fernreisebus oder im Mobilitätsmarkt des Personenverkehrs wird oft nicht das günstigste und umweltfreundlichste, das umweltfreundlichste und ökologisch sinnvollste Verkehrsmittel genommen, sondern oft halt eben Geizgeil-Mentalität nach vorne gebracht. Wir haben jetzt die Fernbusse auf dem Markt, die Flieger sind unheimlich viel günstiger geworden. Deswegen schreibt eben auch eine Zuschauerin, ich finde die Züge in Deutschland sehr teuer. Manchmal ist es günstiger oder billiger, auch von Berlin nach München zu fliegen. Wird das in Zukunft so günstig bleiben oder ist das eine Illusion? Also ich hoffe es, dass es nicht so günstig bleibt, weil genau hier an der Stelle deutlich wird, wie ungerecht auch die Verkehrslandschaft organisiert ist. Denn die Eisenbahn, die Schiene muss alle Kosten selber tragen. Sie muss die Umweltkosten voll tragen. Sie muss jetzt sogar bei der EEG-Umlage noch mal 120 Millionen zusätzlich erbringen und tragen. Während andere Verkehrsträger befreit sind von Steuern und Abgaben, insbesondere der Flugverkehr. Und wenn man sich dann die CO2-Bilanz anschaut, ist das eigentlich ein Verbrauch der Ressourcen auf die Zukunft. Wir verbrauchen viel zu viel Energie mit dem Flugverkehr. Wir blasen viel zu viel CO2 in die Atmosphäre. Das bezahlt niemand heute, aber zukünftige Generationen. Deshalb brauchen wir hier Gerechtigkeit. Und wenn jeder Verkehrsträger seine Umweltkosten auch selber tragen würde, würde die Kostenbilanz natürlich völlig anders aussehen. Ich fliege hin und wieder auch mal und wenn ich dann diesen quasi Nettopreis eigentlich des Fluges sehe, so was übrig bleibt abzüglich Steuern, dann frage ich mich auch manchmal, wie kann man da vorne einen Pilot und die Stewardessen und alles, was dazu gehört, bezahlen? Sind das tatsächlich Kampfpreise? Es sind zum Teil Kampfpreise, weil auch das erleben wir ja, dass mit Ryanair und anderen Fluggesellschaften dort versucht wird, auch die vom Markt zu drängen, die halbwegs vernünftig auch noch Löhne und Gehälter zahlen.
Es ist aber vor allen Dingen geschuldet, dass dort keine Steuern gezahlt wird, keine Mehrwertsteuer gezahlt wird. Jetzt sogar noch mal die Steuern für die Fluggesellschaften runtergehen sollen. Und deshalb es in keinem Verhältnis steht, was dort an Energie, was dort an Umweltkosten steht, im Verhältnis zu dem, was an Preis gezahlt werden muss. Und das ist ein Problem. Und es bahnt sich ein, dass es im Fernreisebus genauso der Fall sein wird. Wir haben jetzt immer wieder hier Bahn versus Flugzeug, was sich ja meistens auch so ergibt, dass die Leute auch gucken, was kostet das Flugzeug. Das sind auch die beiden Branchen, die zuletzt von Streiks betroffen waren. Kommt es tatsächlich immer mehr zu Streiks oder spüren wir die Auswirkungen einfach nur stärker, weil wir so mobil sind? Ja gut, die Verkehrssysteme sind diejenigen, wo die Menschen es am ersten spüren. Wenn in anderen Branchen wie bei Amazon gestreikt wird, dort werde ich streikt, merkt man es vielleicht nur daran, dass das Paket ein bisschen später kommt. Während die Menschen, die auf Verkehrsmittel angewiesen sind und tagtäglich sie nutzen müssen, von einem Streik natürlich direkt betroffen sind. Und deshalb ist die mediale Wahrnehmung auch dementsprechend größer. Der zweite Punkt ist, dass diese Bereiche die sind, wo wir in den letzten Jahren verstärkt feststellen mussten, dass Berufsgewerkschaften, Branchengewerkschaften versuchen einzudringen und dort auch versuchen, ich sag mal, eine Spaltung der Belegschaft zu organisieren und das natürlich mit einer Ausdehnung über den Streik machen. Wir haben ja den Beitrag von einem Zuschauer. Ist Mobilität auch Macht, was wir quasi bei dem Streik der GDL gesehen haben, wo eine kleine Gruppe unsere ganze komplette Infrastruktur lahmlegen konnte? Mobilität macht auf, bezogen auf diejenigen, die das so nutzen, ausnutzen, jein, würde ich auch da beantworten wollen. Einmal muss man sehen, dass wir in Deutschland, was die Streikhäufigkeit anbelangt im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern, noch immer ganz weit hinten stehen und die Streikhäufigkeit nicht so ist, dass man sagen kann, hier wird Macht missbraucht von den Gewerkschaften. Dennoch ist es natürlich so, dass gerade jetzt im aktuellen Auseinandersetzungen im Tarifkampf bei der Bahn die GDL das Mittel des Streiks natürlich nutzt, um ihre organisationspolitischen Interessen zu nutzen. Das heißt, da geht es weniger um Entgeltfragen, um Bezahlungsfragen für die Beschäftigten, sondern sie versucht mit dem Mittel des Streiks ihren Einfluss innerhalb der Bahn zu erhöhen. Dann gibt es hier eine interessierte Frage. Es möchte jemand wissen, wie die Logistik gestemmt wird, wenn eben in diesem Streik die Ersatzfahrer gestellt werden und auch Ersatzfahrpläne gemacht werden. Können Sie da was zu sagen? Ja, das ist ein relativ großer Aufwand, der dort betrieben werden muss, weil es ja nicht nur darum geht zu sagen, wir fahren dort nur noch 30 oder 40%, sondern der gesamte Bereich der Eisenbahn muss dann umstrukturiert werden, was die Relation der Züge anbelangt, denn die Züge müssen ja auch nachher wieder dort stehen, wo sie gebraucht werden. Also von daher befassen sich da sehr viele Kollegen damit, einen solchen Ersatzfahrplan überhaupt machen zu können. Dann nehme ich auch gleich die nächste Frage hier rein. Wie sieht es im europäischen Vergleich aus? Sind wir in Deutschland besonders teuer bei der Mobilität? Das ist unterschiedlich. Wir sind erstmal in Deutschland unterschiedlich teuer. Also der Nahverkehr hier in Berlin ist günstiger, als er in Frankfurt oder in anderen Städten ist. Also wir haben auch in Deutschland keine sehr unterschiedliche Kosten, die dort entstehen. Dann kommt es immer natürlich um die Frage auch an, wie stark der öffentliche Personennahverkehr durch staatliche Mittel auch bezuschusst wird. Man kann sagen, wer mal in England Eisenbahn gefahren hat, stellt fest, dass es dort wesentlich teurer ist als in Deutschland. Wenn man aber nach Frankreich oder auch Italien fährt, dann ist es dort auch wiederum billiger. Muss die Bahn bei uns einen gewissen Preis haben? Also ich habe im Kopf, dass die letzte Preiserhöhung damit begründet wurde mit der Konkurrenz der Fernbusse, aber eben auch jetzt die aktuelle Debatte um die Umstrukturierung der Bahncard. Ist denn das der richtige Weg zu sagen, wir müssen quasi noch teurer werden, weil die Fernbusse uns so eine Konkurrenz machen? Das wäre gerade falsch rum, denn ich sage mal, die Fernbusse fahren für einen Preis von 4 Cent zurzeit pro Kilometer, Personenkilometer. Das liegt weit unter dem, was bei der Bahn schon an Kosten für allein die Erbringung der Verkehrsleistung der Infrastruktur anbelangt. Die liegen um 10 bis 11 Cent. Und wenn man die Bahn dann noch mehr verteuert, fahren noch weniger Menschen Bahn, sondern mehr Fernbusse. Also von daher ist das der völlig falsche Ansatz. Das, was wir eigentlich brauchen, ist
dass ähnlich wie das Grundrecht auf Mobilität der Staat eine Antwort geben muss darauf, wie er sicherstellen will, was im Grundgesetz steht, nämlich eine einheitliche Versorgung auch mit Verkehrsleistungen bundesweit sicherzustellen. Und wir befürchten, dass mit diesem zunehmenden Wettbewerb auf den Hauptmagistralen das Angebot mehr und auch vielleicht die Preise noch runtergehen, aber die Randbereiche abgehängt werden und es in Zukunft keine Fernverkehrsverbindungen mehr in Randbereiche und damit auch noch große Städte wie Trier, Saarbrücken oder Bremen, Kiel geben wird, weil der Hauptverkehr unter erheblichem finanziellen Wettbewerbsdruck dann nicht mehr eine Querfinanzierung aus solcher Verkehre ermöglicht. Ich komme da gleich nochmal drauf. Ich habe noch eine Nachfrage zum Thema Fernbus von unseren Zuschauern. Einfach wissen möchte, wie geht man denn mit dieser wachsenden Konkurrenz um? Weil für ihn kann der Komfort da eigentlich nicht das ausschlaggebende Argument für einen Wechsel sein. Ich nehme an, der Wechsel von Bahn zum Bus. Also einmal ist es so, dass der Komfort bzw. die Qualität für diejenigen, die ihn nutzen, wenn man den Umfragen folgen kann, nicht das Entscheidende ist, sondern eher der Preis. Also dass es da wirklich darum geht zu sagen, ich fahre da wesentlich günstiger. Die Geschwindigkeit ist auch nicht unbedingt das Thema dabei. Es wird auch dort ein ganz spezielles Klientel natürlich auch angesprochen. Das ist nicht der Businessreisende, der dann damit fährt. Aber wie kann man damit umgehen? Ich bin der Auffassung, dass diese völlige Liberalisierung, die wir erleben, nicht gut ist, sondern dass es sinnhaft ist, eine vernünftige Verzahnung der Verkehre zu organisieren. Wir fordern einen Masterplanverkehr, das heißt, wir brauchen eine Verbindung zwischen Fernreisebus und der Eisenbahn und die müssen sich ergänzen und nicht gegeneinander in Konkurrenz fahren. Genau. Da komme ich nochmal auf die gegensätzlichen Trends. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da war das auch genau Thema. Die Hauptstrecken sind rentabel, die sind auch überlastet. Wenn man gerade von Dortmund nach Köln möchte, geht da zur normalen Berufszeit überhaupt nichts. Und die Nebenstrecken werden halt einfach abgeschafft. Ist das einfach die wirtschaftliche Optimierung, weil da niemand mehr eingreifen kann? Ja, der Fernschienenverkehr und auch der Fernreisebusverkehr werden sogenannt eigenwirtschaftlich erbracht. Das heißt, dort fließen keine Subventionen, keine staatlichen Mittel rein. Wenn man mal davon Abstand nimmt, dass man den Fernreisebus subventioniert, indirekt, indem sie beispielsweise keine Maut bezahlt, während die Bahn für die Trassen zu 100% aufkommen muss. Aber unterm Strich ist es so, dass in der Vergangenheit mit den Überschüssen und Erträgen, die auf den Hauptmagistralen des Schienenverkehrs erwirtschaftet worden sind, natürlich auch die Züge mitfinanziert worden sind, die in die Randbereiche gefahren sind, entweder nachts oder in Regionen gefahren sind, die nicht voll ausgelastet wurden. Wenn jetzt der Wettbewerbsdruck auf den Hauptmagistralen so groß ist, dass man da nicht mehr diese Überschüsse erwirtschaften kann, führt das dazu, dass die Randbereiche abgehängt werden und man dann entweder dort nicht mehr hinfährt oder auch abends die letzten Züge nicht mehr bis an den Endpunkt kommen, wo sie heute enden. Ist es dann auch so, dass die Landbevölkerung abgehängt wird, vor allem und beziehungsweise auch die Älteren, die ja dann meistens auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen, weil sie halt nicht mehr selber Auto fahren? Und wir werden in der Gesellschaft ja auch immer älter. Das heißt, eigentlich wäre es ja sehr wichtig, dass alles erschlossen ist. Dies ist ein Thema, das nicht nur den Fernverkehr betrifft, sondern auch den Nahverkehr und den ÖPNV. Zurzeit gibt es eine aktuelle Auseinandersetzung zwischen den Ländern und dem Bund über die Frage, wie viel Geld der Bund den Ländern gibt, um Schienenpersonennahverkehrsleistungen für die nächsten Jahre zu bestellen. Und der Bund will wesentlich weniger den Ländern geben, als die brauchen, um den heutigen Stand zu halten und gleichzeitig in den Ballungsräumen den Schienenpersonennahverkehr auszubauen. Und das führt natürlich dazu, dass mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in München oder Frankfurt oder Berlin der Verkehr eingeschränkt wird, sondern in den Randbereichen und dann Schienenpersonennahverkehr dort nicht mehr stattfindet. Wir haben das schon in den letzten Jahren erlebt, dass beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern dann das Land auf einmal sagt, nein, das können wir nicht mehr leisten, das können wir nicht mehr bezahlen und die Landbevölkerung dann nicht mehr versorgt wird. Und dann entsprechend abwandert wahrscheinlich auch, wenn sie es dann noch Landflucht. Kann. In die Städte rein, wird damit nur noch unterstützt. Und insbesondere, Sie haben es oder du hast es angesprochen, die älteren Menschen sind von diesen Angeboten abhängig. Klar gibt es auch dort viele, die immer noch ein Auto haben, aber der kein Auto mehr fahren will oder kann,
der ist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass sie in ihrem sozialen, in ihren Gestaltungsspielräumen, die sie haben für ihr Leben, erheblich eingeschränkt werden. Es gibt ja durchaus die Forderung, dass der öffentliche Nahverkehr kostenlos sein sollte. Da fragt auch einer von unseren Zuschauern nach, ob das eine Option ist, ob das stemmbar ist. Stemmbar wäre das bestimmt dann, wenn man tatsächlich ein Gesamtkonzept hat und in diesem Gesamtkonzept wirklich mal überlegt, was das auch für ökologische und energiepolitische Vorteile hätte, den ÖPNV drastisch zu erhöhen, so zu erhöhen, dass es wirklich für viele dann unsinnig ist, mit dem eigenen Auto zu fahren oder andere Verkehrsmittel wie Flugzeuge und zu nutzen. Ich glaube, in der Ökobilanz, in der Energiebilanz wäre eine Reduzierung der Fahrpreise der richtige Ansatz, um noch mehr Menschen zu bewegen, diese Mittel zu nutzen und nicht mit dem eigenen Auto zu fahren. Auch noch eine Zuschaueridee ist hier, aber profitiert nicht auch die Wirtschaft unheimlich, wenn die Preise für Mobilität so niedrig wie möglich sind? Das ist richtig. Die Wirtschaft profitiert, profitiert einerseits natürlich im Mobilitätsbereich, aber insbesondere im Güterverkehr davon. Sie hat großes Interesse, dass möglichst die Transportkosten gering sind. Nur andererseits müssen die Kosten ja irgendwann bezahlt werden. Wir bezahlen sie mit Umweltkosten, wir bezahlen sie aber auch teilweise über die Sozialversicherung, weil auch hier Kosten, die im Mobilitätsbereich entstehen durch Unfälle, nachher verlagert werden in die Sozialversicherungen rein. Also bezahlt werden müssen sie entweder heute oder in der Zukunft von irgendwem. Und von daher ist es schon besser, auch hier eher Kostenwahrheit und Gerechtigkeit herzustellen. Wir kommen jetzt mal beim Thema Auto an, auch ein Fortbewegungsmittel für die Mobilität. Da geht der Trend, soweit ich das sehe, auch in die Richtung, dass das Auto eigentlich an Bedeutung verliert in der jüngeren Generation, dass es nicht mehr das Statussymbol ist und eigentlich auch ein Kostenfaktor. Und dann ist eben hier auch die Frage von einem Zuschauer, wäre das eine Zukunftsvision, die Großstadt ohne Autos? Ja, ganz bestimmt wäre das eine. Es gibt dort eine sehr interessante Studie des Fraunhofer-Instituts, die sich mit der Frage befasst, Verkehr 2050. In dem wird genau diese Frage auch des Wertewandels mit mal untersucht, wie der sich wirkt neben dem Thema demografischer Entwicklung. Und dort kommt man eindeutig zur Erkenntnis, dass es sinnhaft ist, nicht mehr, sondern weniger Verkehr in den Großstädten zu machen, Großstädte auch wieder offener zu gestalten, die Verkehrsräume zu reduzieren, Individualverkehr zurückzufahren und dafür mehr, also Individualverkehr im Hinblick auf Auto, mehr Fahrrad, mehr Elektromobilität zu erzeugen. Im Kern geht es um die Frage, in welcher Gesellschaft, in welchem Umfeld wollen wir leben? Und das muss eigentlich beantwortet werden, ob das immer mehr Verkehr, so wie wir es in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, mehr Lebensqualität bringt oder ob ein anderer Ansatz den Verkehr in anderen Formen zu bringen, nicht auch mehr Lebensqualität, insbesondere in Großstädten, bringt. Dann vielleicht tatsächlich auch noch mal die Frage, muss Mobilität überhaupt etwas kosten? Wir haben jetzt den Trend der sogenannten Sharing Economy, also dass man Sachen teilt und dass man einfach eine Mitfahrgelegenheit anbietet oder eben auch sein Auto gerade zur Verfügung stellt, wenn man es selber nicht braucht. Also Mobilität wird immer was kosten, denn sie muss ja erzeugt werden. Das heißt, die Transportmittel müssen produziert, gekauft werden. Energie, die eingesetzt wird, kostet was. Die Frage ist nur, wie sie finanziert und bezahlt wird. Und da nochmal bin ich der Auffassung, dass es natürlich auch um das Thema Verkehrsvermeidung geht, insbesondere im Güterverkehr, dass wir kürzere Transportwege, Wege haben zwischen Produktion und Verbrauch von Güter, insbesondere im Bereich der Lebensmittelindustrie. Zweiter Punkt ist, dass wir natürlich Mobilität auch nutzen sollten, effektiver nutzen sollten. Das heißt, es ist unwirtschaftlich, leere oder halbvolle Züge nur zu haben. Es ist unwirtschaftlich, halbvolle Busse zu haben. Es ist auch unwirtschaftlich, dass Autos nur mit einer Person besetzt sind. Und genau das ist in den letzten Jahrzehnten passiert. Ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf. Ich weiß nur, dass irgendwann mal, ich glaube vor 20 Jahren, die durchschnittliche Besetzungszahl in den Autos bei 1,7 lag. Jetzt liegt sie nur bei 1,2. Das heißt, es gibt einen klaren Trend, dass immer mehr Leute allein im Auto sitzen. Und das ist natürlich auch ein Kostenthema, beziehungsweise da werden Ressourcen verbraucht, die eigentlich unsinnig sind.
Du hast es schon öfters angesprochen, der ökologische Aspekt. Da fragt auch einer unserer Zuschauer danach. Alle wollen reisen, aber keiner denkt an die Konsequenzen für die Umwelt. Wie lange können wir uns das denn noch ökologisch leisten, so unterwegs zu sein, wie wir es momentan sind? Eigentlich können wir uns das heute schon nicht mehr leisten, denn die CO2-Entwicklung in Deutschland ist ganz klar negativ im Verkehrssektor, während im privaten Haushalten, sogar in der Industrie in den letzten 10, 15 Jahren die CO2-Emissionen rückläufig sind, sind sie im Verkehr trotz schadstoffarmerer Autos weiterhin gestiegen, um 17% beispielsweise in Deutschland. Und von daher leben wir heute, zumindest in diesem Punkt, schon über unsere Verhältnisse. Aber wir erleben das ja auch gerade heute, dass mit sinkenden Rohölpreisen alle happy sind, wenn sie an die Tankstelle fahren und weniger Tank dafür bezahlen müssen. Und das führt wiederum zu mehr Verkehr und Verbrauch von Rohstoffen, die wir eigentlich nicht mehr haben für die Zukunft. Peak Oil ist überschritten und von daher ist es notwendig, hier ein Umdenken zu erreichen. Einerseits natürlich in der Bevölkerung selbst, in ihrem Mobilitätsverhalten. Andererseits muss der Staat auch die Rahmenbedingungen dafür geben, dass die Menschen dann auch ausweichen können auf andere Verkehrsträger. Wer ist denn am umweltbelastendsten von den Reisetypen? Also eindeutig natürlich der Flugverkehr. Er hat die höchsten Energieverbrauch pro Transportkilometer und die höchsten CO2-Emissionen. Aber ein weiteres aus unserer Sicht notwendiges Thema ist der Lkw-Verkehr. Der Bundesverkehrsminister hat Anfang des Jahres seine Entwicklungsschätzung für die nächsten Jahre auf den Tisch gelegt und sieht hier Steigerungsraten, die in den nächsten Jahren eine drastische weitere Entwicklung im Güterverkehr vorsehen. Und hier ist es notwendig, tatsächlich die Folgekosten aus Verkehr dem Verkehrsträger anzulasten. Oder es sind ja auch nicht nur die Energiekosten oder die ökologischen Kosten, es ist ja auch der Flächenverbrauch, den wir im Straßenbau haben. Und es ist auch die Kosten, die für die Reparatur und Wartung der Straße entstehen. Um das mal mit einer Zahl zu hinterlegen, eine Brücke wird von einem Lkw bei einer Überfahrt so geschädigt, wie wenn 70.000 Pkws drüber fahren. Das heißt, dieser Lkw-Verkehr belastet auch den Verkehrsträger wesentlich mehr und trägt auch dort nicht die Kosten in voller Höhe für das, was er dort verursacht. Also hier ist ein drastisches Umdenken notwendig. Ich denke, ökologisch sehr gut ist das Fahrradfahren. Dazu haben wir eine Frage. Das Fahrradfahren in den Großstädten ist sehr gefährlich. Warum sind die Städte bei uns so fahrradunfreundlich? Ja, weil die Politik der letzten Jahrzehnte eigentlich geprägt war, zu sagen, okay, wir versuchen die Entwicklung der Städte dadurch zu bekommen, dass wir dort Arbeitsplätze und Ansiedlung von Unternehmen organisieren, mit der Folge, dass natürlich die Menschen in die Städte reinfahren mussten und über Jahrzehnte die Devise war, wir müssen Parkflächen und Autoräume schaffen, in dem Autoverkehr stattfinden kann. Da gibt es allerdings auch seit Jahren einen gegenläufigen Trend zu sagen, nein, das ist die völlig falsche Politik. Es muss rückläufig sein, man muss eigentlich Parkflächen reduzieren und muss Verkehr behindern oder verringern, indem man ihn behindert, damit die Menschen umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel. Und leider ist es so, dass in dieser alten Denke die Freiräume für Fahrrad oder für andere Möglichkeiten, sich zu bewegen, immer weiter eingeschränkt worden sind. Die Straßen, die früher mal konzipiert wurden für jeweils eine Spur hin und rück oder gegenläufiger Verkehre, wurden dann so ausgebaut, dass man die Bürgersteige reduziert hat und Freiräume genutzt hat, um dann eine zweite Autospur hinzumachen. Das muss zurückgebaut werden. Ich glaube, überall dort, wo man das sieht, dass es zurückgebaut wird, führt es auch dazu, dass die Menschen sich diese Räume auch wieder nehmen, dass die Freiräume von den Fahrradfahrern genutzt werden. Wenn ich das mal hier für Berlin sehe, die letzten 20 Jahre kann man erleben, dass hier viel mehr Fahrrad gefahren wird. Aber es fehlt hier die entsprechende Infrastruktur. Ich bin der Meinung, hier hätten die Städte einen guten Ansatz, wenn sie das viel offensiver betreiben würden, wirklich konsequent hingehen würden und sagen, Fahrrad vor Auto. Genau.
Jetzt wackeln die Fragen gerade bei mir durch. Ich wollte nämlich eigentlich noch eine anschließen. Genau, da ist sie wieder. Du hast gesagt, Straßen zurückbauen oder Ähnliches so schwer wie möglich zu machen. Kann die Maut auch eine Variante sein? Da fragt einer unserer Zuschauer, wie da die Prognose aussieht, die Maut für den Autofahrer. Ja gut, also wenn man über Maut redet, redet man eigentlich für unterschiedliche oder über unterschiedliche Dinge. So wie die Maut heute hier angesetzt ist durch den Bundesverkehrsminister, halten wir das für falsch. Das wird keine Effekte bringen. Das ist aus unserer Sicht eine völlig falsche Diskussion. Richtig halten wir, dass der Verkehrsträger Auto auch seine Kosten tragen muss. Ob man das mit dem Mautsystem oder über Mineralölsteuer macht, mal dahingestellt. Man braucht da kein aufwendiges Mautsystem dazu, denn jeder, der fährt, egal ob er auf der Autobahn, Landstraße oder in der Stadt fährt, hat da letztendlich seinen Beitrag, wenn er das über die Mineralölsteuer organisiert. Also es gibt intelligentere Systeme, als das über so ein Mautsystem zu organisieren. Wenn die Frage aber darauf abstellt, ob es sinnvoll ist, City-Maut einzuführen, halte ich das durchaus für eine Option. Denn wenn man sich mal die Städte anschaut, wie London oder Mailand, wo City-Maut eingeführt worden ist, sind mittlerweile die Menschen selbst der Überzeugung, das war gut. Das war gut, weil es die Innenstädte entlastet und dazu geführt hat, dass mehr Menschen ihre Autos vor den Städten stehen lassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln reinfahren und damit Lebensqualität auch in die Städte zurückkommt. Also diese Diskussion gibt es leider in Deutschland noch nicht in der Form, wie es in anderen europäischen oder anderen Ländern schon der Fall ist. Und ich glaube, darüber muss man nachdenken. Müssen wir denn überhaupt noch so viel reisen, um vom A nach B zu kommen? Also wir sprechen ja auch von mobilen Geräten, die gelobt wurden. Ich muss nicht mehr zur Konferenz fahren. Wir können das über unser Smartphone abwickeln. Wir können über unser Smartphone zusammenarbeiten. Also ist es überhaupt noch nötig, so viel zu reisen? Hat das irgendwas gebracht, diese Entwicklung? Ja, also da muss man, glaube ich, differenzieren, warum gereist wird. Die Menschen haben heute, was ihre Anspruch an Mobilität anbelangt, insbesondere der Wunsch, auch Urlaub vielleicht weiter weg zu machen, eine völlig andere Erwartungshaltung als noch vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Und darüber nachzudenken, macht das Sinn, ist das gut oder nicht Sinn, dass Menschen in der Welt reisen wollen, was andere sehen wollen. Ich glaube, es macht Sinn. Es ist gut, auch für die Gesellschaft, dass diese Welt zusammenwächst und man nicht nur den Kirchturm kennt. Dann kommt der zweite Aspekt, dass viele reisen mussten oder Mobilität brauchen, weil sie zum Arbeitsplatz kommen mussten. Und die Zentralisierung, die Urbanisierung immer mehr dazu geführt hat, dass die Arbeitsplätze weiter wegkamen, sie dorthin mussten, um Geld zu verdienen. Ich glaube, mit der Digitalisierung wird sich da einiges verändern. Also das, was vor 10, 15 Jahren noch mit Heimarbeitsplätzen, Homeoffice diskutiert worden ist, ist heute viel, viel weiter. Und ich glaube, mit der zunehmenden Digitalisierung wird es auch wieder möglich sein, Arbeit anders so zu organisieren, dass weniger Reisen damit erforderlich ist. Und das halte ich im Kern für richtig. Also es geht hier nicht darum, möglichst viel Verkehr zu erzeugen, sondern Notwendigkeiten abzudecken und Bedürfnisse abzudecken von Menschen. Und da, glaube ich, wird es mit der Digitalisierung einen Trendwandel auch geben. Genau, und der Gegentrend ist, wie gerade schon angesprochen, eben wir Deutschen, das ist auch eine Frage aus dem Publikum, wir Deutschen können uns halt leisten, auch immer weiter zu reisen und rund um den Globus zu reisen. Aber wie sieht es aus der Weltperspektive aus? Ist das einfach ein großer Luxus, den wir haben? Weil die komplette Weltbevölkerung kann natürlich nicht so reisen wie gerade die Westeuropäer. Ja, selbstverständlich ist das ein Luxus, denn wir leben in der Welt, in der das so machbar ist und die meisten können es nicht. Und wie gesagt, es ist natürlich auch die Frage, solange das so billig ist, wird es auch gemacht. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass ich es eigentlich für gut finde, dass Menschen auch andere Länder sehen können und nicht nur den Kirchturm. Andererseits ist es natürlich auch dort so, dass wir dort auf Kosten der Entwicklung der CO2-Belastung, der Energieverbräuche, das für uns so herausnehmen. Und wenn wir tatsächlich das zahlen müssten für eine Urlaubsreise nach Mallorca oder in die Malediven, was das tatsächlich auch kostet, dann würden viele das natürlich gar nicht machen wollen und können. Ich wollte auch mal noch auf einen anderen Punkt kommen, dass es vielleicht auch nicht immer ein Preisproblem ist, sondern auch vielleicht
ein Serviceproblem, dass sich die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so richtig als Dienstleister verstehen? Ich glaube, das ist aber in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Der Service, der in allen Bereichen, ob das U-Bahn, Straßenbahn, aber auch im Bereich der Bahnen, im Schienenverkehr geleistet wird, aber auch in den Bussen, hat sich deutlich verbessert. Die Qualität der Fahrzeuge ist besser geworden, der Service im Zug ist besser geworden. Dort sind wir, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich ganzes Eck nach vorne gekommen. Die Barrierefreiheit wird zunehmend besser, sie ist noch nicht überall da. Die Mitnahme von Fahrrad, von Kinderwagen, also das ist eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht, wo ich sage, das ist noch nicht da, wo es hin muss, aber nicht schlechter, sondern besser als vor Jahren. Ich denke hier gerade in die Richtung Preissysteme, wo teilweise der Pressesprecher der Bahn auch selber sagt, dass es kompliziert ist. Und auch, ich habe schon von öffentlichen Anbietern gehört, die selber sagen, es ist kompliziert. Ich kann bei der Bahn bei Fremdanbietern Tickets für 27 Euro kaufen und ich kann zum Vollpreis aber auch 300 Euro zahlen, um durch Deutschland zu kommen. Muss es da eine Änderung geben, dass die Leute es auch einfacher haben, auch mobil ihr Ticket zu kaufen, wenn sie spontan und flexibel fahren? Es sind zwei Dinge. Das eine ist einfacher und das andere ist übersichtlicher oder transparenter. Denn wenn ich mir Preissysteme anschaue, wie sie in der Luftfahrt sind, wo ich nicht weiß, ob ich immer das günstigste Ticket bekomme, beziehungsweise auslastungsabhängig die Ticketpreise gezahlt werden, dann weiß ich nicht, ob das unbedingt transparent ist. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass wir dort in dem Punkt tatsächlich in den letzten Jahren trotz Digitalisierung einen Rückschritt haben. Das hat aber auch damit was zu tun, dass es gerade im Nahverkehr in Deutschland 26 Aufgabenträger gibt, die darüber entscheiden, welche Preissysteme jeweils in dem Land Anwendung finden. Wir haben Bahnhöfe, wo in einem Bahnhof 3, 4 Automaten stehen, unterschiedliche Automaten, die auch unterschiedlich zu bedienen sind. Und dort sind aber nicht die Bahnen oder die Verkehrsträger, die die Verkehrsleistung erbringen, verantwortlich, sondern die, die die Verkehrsleistung bestellen, die Aufgabenträger, die das nicht auf die Reihe bekommen, vernünftig zu organisieren. Und ich bin der Meinung, in der heutigen Zeit muss es möglich sein, ein einheitliches Preissystem über ganz Deutschland zu haben, das für alle transparent ist. Und das auch so genutzt werden kann, dass man mit einer App, mit den digitalen Mitteln, die vorhanden sind, sieht, wo kostet mich die Fahrt am meisten oder am wenigsten. Und mit auch einer einfachen Bezahlmethode ich dann mein Ticket bekommen kann und diese Vielfalt, wie wir die heute haben, gehört in die Vergangenheit. Du hast gerade Deutschland einheitlich gesagt. Hier ist sogar die Frage, sollten wir nicht auch auf EU-Ebene einen EU-weiten Mobilitätskompromiss haben und das alles vereinheitlichen? Weil wir können ja einfach über die Grenze fahren. Ja, Kompromiss. Also richtig ist, dass im Schienenverkehr, wenn ich es da mal darauf beziehe, wir noch weit hinter dem zurück sind, was auf der Straße schon möglich ist. Wir haben unterschiedliche Spurbreiten in Europa, unterschiedliche Signalsysteme, unterschiedliche Stromsysteme und das behindert natürlich einen grenzüberschreitenden Verkehr immer noch, insbesondere auch im Güterverkehr ist das ein großes Problem. Und dort mehr einheitliche Standards zu haben, ist ein Ansatz, der zwar betrieben wird, aber leider Gottes viel zu langsam und noch höchstwahrscheinlich lange dauern wird. Einheitliche Fahrpreise zu bekommen in Europa, das halte ich erstmal noch für eine vielleicht wirklich Zukunftsvision, die noch Jahre dauern wird. Es wäre mir schon viel wert, wenn es möglich wäre, dass die unterschiedlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen Europa noch enger und mehr miteinander kooperieren und versuchen, einheitliche Produkte anzubieten. Ich nehme mal ein Beispiel. Nachtreisezug wird ja zurzeit in Deutschland diskutiert. Es gibt kaum noch ein Land, wo überhaupt noch Nachtzüge fahren und Autozüge werden nur noch in Deutschland gefahren. Solche Modelle kann man eigentlich national heute nicht mehr betreiben. Da wäre es wirklich sinnvoll, dass die europäischen Bahnen sich zusammentun und sagen, wir konzipieren ein einheitliches und gemeinsames Produkt und stellen das zur Verfügung. Die Kleinstaatlerei bringt uns da nicht weiter. Auch ein Servicepunkt, der in manchen Ländern schon gut funktioniert, das WLAN in Bahnen. Ich glaube, das ist für viele ein wichtiger Punkt, gerade wenn man zur Arbeit muss. Warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Das liegt weniger an den Bahnen als mehr an denjenigen, die die Sendemasten aufstellen. Denn die Bahnen können ja nur das WLAN im Zug organisieren.
Aber dann vom Zug raus in das Netz hinein ist eine Sache von Vodafone, von Telekom und denjenigen, die dort die Masten aufstellen. Und die haben in den vergangenen Jahrzehnten, oder sind ja noch nicht, gar nicht so lang, 20 Jahren, die Masten nicht entlang der Bahnstrecken aufgestellt, sondern eher entlang der Bebauung aufgestellt. Und das führt dazu, dass trotz WLAN in Zügen oft die Übertragung in diese Netze nicht möglich ist. Und hier bedarf es natürlich auch, dass die Politik auch jetzt bei den weiteren Lizenzen, die vergeben werden, darauf achtet, dass entlang der Bahnstrecken auch tatsächlich Sendemöglichkeiten geschaffen werden, damit man WLAN in den Zügen bekommt. Es wird so sein, dass zumindest im Bereich der Bahn AG im nächsten Jahr alle in der City WLAN haben, mit WLAN ausgerüstet sind. Dennoch heißt es noch lange nicht, dass auf allen Strecken durchgängig WLAN-Empfang da ist, weil, wie gesagt, vom Zug die Übertragung in das Netz nicht sichergestellt ist. Bin ich der richtigen Ansicht, dass der Mix auch wichtiger wird? Also, dass ich nicht mehr wissen will, wann fährt der Zug vom Hauptbahnhof nach, sage ich mal, Hannover, sondern ich möchte tatsächlich Tür-zu-Tür-Verbindungen, die auch aus verschiedenen Verkehrsmitteln, also die Kombination, dass mir das wichtig ist. Ja. Dass mir angezeigt wird, da drüben steht ein Leihfahrrad im Sommer, im Winter da drüben steht das Leihauto, damit komme ich bis zur Station und dann habe ich vielleicht eben einen Anschlussfernbus, wenn die Bahn eben doch nicht mehr fährt. Wer kann sich um sowas kümmern? Uneingeschränkt ja, dass man nicht nur Bahnhof sehen darf, sondern die gesamte Transportkette und dass dort die Angebote auch verbessert werden müssen. Das ist nicht mit Park-and-Ride-Plätzen getan, sondern Carsharing, auch Call-a-Bike, das sind ja Angebote, die heute schon da sind, müssen aber weiter ausgebaut werden und auch so vielfältig ausgebaut werden, dass sie überall genutzt werden können. Und wir haben dort heute in Ballungsgebieten wie hier in Berlin eigentlich schon ein relativ gutes Angebot, aber in der Fläche fehlt da noch sehr viel. Also der Reisende, der mit der Bahn fahren will, ist in aller Regel darauf angewiesen, dass entweder öffentliche Verkehrsmittel ihn hinbringen oder er mit dem Auto dann an den Bahnhof fährt. Und da kann mehr getan werden. Und wer soll es tun? Das ist Aufgabe der Verkehrsunternehmen. Also ich bin schon der Meinung, dass die Bahn AG, aber auch die anderen Verkehrsunternehmen hier verpflichtet sind, mehr zu tun. Und es auch als Chance sehen müssen. Denn umso mehr sie dort investieren und machen, bringen sie die Menschen in die Züge rein und stärken damit das eigentliche Geschäft. Dazu auch gleich die Nachfrage einer Zuschauerin. Was können die Gewerkschaften dafür tun, dass das Reisen, die Mobilität komfortabler, bezahlbarer und auch nachhaltiger wird? Oder zumindest bleibt? Ja, also wenn man originär Gewerkschaften mit Tarifverhandlungen und dem Thema Mitgliederinteressensvertretung in den Betrieb verbindet, ist das natürlich nur bedingt möglich. Da sage ich, dass wir dafür kämpfen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen überhaupt ausreichend Zeit haben, um arbeiten zu können. Wir haben im letzten Jahr nach den Vorfällen um Mainz mit der Bahn eine heftige Auseinandersetzung über die Frage geführt, haben wir genügend Personal und konnten erreichen, dass über 2000 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden mussten, damit überhaupt genügend Leute da sind, um Transportleistungen zu erbringen oder Serviceleistungen zu erbringen. Und wir möchten eine gute Bezahlung haben, weil gut bezahlte und motivierte Mitarbeiter auch gute Leistungen erbringen und auch gutes Service für die Beschäftigten. Wir verstehen uns als EVG aber darüber hinaus auch als eine Gewerkschaft, die versucht zu erreichen, dass die Politik die richtigen Weichenstellungen macht. Zurzeit haben wir eine Auseinandersetzung mit der Politik, dass wir sagen, nächste Woche ist die Bundesregierung ein Jahr im Amt. In dem Koalitionsvertrag standen viele gute Dinge drin, aber in der Praxis werden gerade negative Dinge umgesetzt gegenüber der Bahn. Und hier bringen wir uns auch als Gewerkschaften ein und versuchen, Einfluss auf die Politik zu bekommen, dass die Rahmenbedingungen für Schienenverkehr, für nachhaltigen Verkehr besser werden. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen, dass das Auto in Deutschland ja noch relativ attraktiv eben ist. Da kommt nochmal die Nachfrage auch von den Zuschauern, dass in Schweden halt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h nur erlaubt ist, wenn das so richtig ist. Und dann die Nachfrage eben, sind wir in Deutschland so verwöhnt, dass wir mit so hohen Geschwindigkeiten dann auch reisen können mit dem Auto? Ja, also diese Diskussion ist so alt, wie ich mich zumindest daran erinnern kann, dass ich mich mit Verkehr befasst habe. Die Fragen von Tempolimits, der ADAC hat ja mal freie Fahrt für freie Bürger als Slogan gehabt und bisher hat es in der Politik keine Mehrheiten gegeben. Ich glaube, nur die Grünen haben
mal die Geschwindigkeitsreduzierung als Option eingebracht. Alle anderen Parteien scheuen diese Auseinandersetzung. Ich würde sie noch nicht mal nur unter dem Thema Geschwindigkeit, sondern auch Sicherheit und ökologische Fragestellungen sehen wollen. Aber andererseits glaube ich auch, dass es zu einfach wäre zu glauben, wenn wir eine Geschwindigkeitsreduzierung bekommen, ist dann alles besser. Also auch bei der Bahn muss man darüber nachdenken, ob wir unbedingt Züge brauchen, die 300 fahren. Ich glaube, heute ist die Denke der Menschen auch ein bisschen anders. Ihnen geht es eher darum, pünktlich zu sein und anzukommen, vernünftig anzukommen, als diesen Geschwindigkeitswahn, wie er vor 10, 15 Jahren noch war. Was hilft mir ein Auto oder eine Autobahn, wo ich 300 fahren kann, wenn ich dann im nächsten Stau wieder stundenlang stehe? Von daher glaube ich, gibt es da ein Umdenken in der Bevölkerung. Und für unser System Schiene halte ich eine Orientierung, mehr Zuverlässigkeit, mehr Qualität, mehr Pünktlichkeit ist besser, als noch mal 10 Minuten irgendwo schneller fahren zu können. Wir leben ja inzwischen auch in einer Zeit, in der so einige Science-Fiction-Filme spielen, die 10, 20 Jahre alt sind. Können wir denn noch mit den fliegenden Autos und den vollautomatischen Bahnen rechnen oder war das nur ein Zukunftsszenario? Also fliegende Autos wünsche ich mir nicht. Ja, das glaube ich nicht, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, wie das sinnvoll ökologisch, energietechnisch abgewickelt werden kann. Und also das bleibt hoffentlich Science Fiction. Eine Eisenbahn, die modern und sicher fährt, das glaube ich, wird nicht, ist ja heute schon so, die Eisenbahn ist das sicherste Verkehrsmittel überhaupt. Dort wird es noch weitere Entwicklungen geben, ganz bestimmt wird sich da noch einiges tun. Im Übrigen hat sich das ja auch schon getan. Also im Negativen haben wir das als Eisenbahner erleben müssen. Vor 50 Jahren waren noch rund 1 Million Menschen bei der Eisenbahn beschäftigt. Heute sind es 200.000. Das heißt, durch hauptsächlich Automatisierung und Technisierung sind da Hunderttausende von Arbeitsplätzen weggefallen. Auf einer Dampflokomotive mussten neben dem Lokführer, Heizer viel mehr Leute beschäftigt werden, auch für die Wartung und Reparatur. Die Stellwerke, die wir haben, früher gab es überall Stellwerke, mechanisch bedient, gibt es auch heute noch zum Teil. Aber die heutige Technik lässt zu, dass von einem Stellwerk hunderte von Kilometern betrieben werden. Das heißt, die Automatisierung hat die Bahn verändert und sie wird sie auch noch weiter verändern. Ich habe ja noch mal die Nachfrage auch zum Fernbusmarkt. Wird es da noch eine Monopolisierung geben? Die ersten sind ja schon pleite gegangen. Ganz bestimmt. Das ist eine Entwicklung wie bei jeder Öffnung des Marktes. Das haben wir gesehen beim Telekommunikationsmarkt. Mit Marktöffnung gibt es sehr viele, die auf diesen Markt drängen, Angebote machen, auch versuchen mit Dumping, Einstiegspreisen, Anteile in diesem Markt zu gewinnen. Und dann kommt die Konsolidierungsphase und die hat im Fernreisebus schon eingesetzt. 3 sind schon vom Markt gegangen und es werden bestimmt auch noch andere irgendwann die Segel streichen. Und das führt am Ende dazu, dass sich dieser Kuchen dann vielleicht 2, 3 große aufteilen und unter sich dann verteilen, wie dann die Marktanteile sein werden. Ist letztendlich die Lösung auch wieder eine Nachfrage von unseren Zuschauern, dass die Öffentlichen wieder verstaatlicht werden sollten? Ja, also ich glaube, Gott sei Dank sind wir aus der Ära raus, wo der Ansatz war, Privatisierung ist gut und damit wird alles besser. Man kann nachweisen, dass das nicht der Fall ist, dass nicht nur die Privaten das nicht besser können, sondern sie wollen und müssen ja für ihre Eigentümer auch noch Gewinne erwirtschaften und abliefern. Von daher gibt es Gott sei Dank auch eher wieder eine Diskussion zu sagen, gute staatliche Leistungen sind uns auch was wert und wenn der Staat das macht, ist das in Ordnung. Dem steht allerdings entgegen, dass mit der Schuldenbremse die Handlungsspielräume für viele Kommunen im öffentlichen Personennahverkehr oder auch für andere Bereiche beengt sind. Im Schienenbereich erleben wir das, dass die Schuldenbremse, so wie sie verordnet worden ist, zu erheblichen Druck in das Unternehmen führt, weil jetzt die Bahn höhere Gewinne erwirtschaften muss, damit von diesen Gewinnen der Staat in der Lage ist, die Infrastruktur zu bezahlen. Also von daher ist das nicht so einfach zu beantworten, Verstaatlichung, dann ist alles gut, sondern die Frage wird sein,
kann der Staat und will der Staat dort sich engagieren und stellt die Mittel zur Verfügung, die wir brauchen, damit wir Systeme, ob das Schiene oder auch andere Verkehrsträger sind, vernünftig organisieren können. Dann stelle ich jetzt die Abschlussfrage aus unserem Publikum. Glauben Sie, dass es in der heutigen Gesellschaft überhaupt etwas Wichtigeres gibt als Mobilität? Ja, auf alle Fälle Frieden. Frieden und Gerechtigkeit ist für mich das Wichtigste, das wir brauchen. Neben natürlich, dass die Menschen in der Lage sind, auch ihren Unterhalt zu finanzieren und Arbeit zu haben. Aber ich bleibe dennoch dabei, Mobilität ist unterbewertet in dem Ranking. Viele halten das für selbstverständlich. Viele sagen, solange sie Geld haben, sich ein Auto leisten können, ist mir das egal, was dort mit der Schiene oder mit öffentlichem Personenverkehr passiert. Und dort brauchen wir ein Umdenken. Das heißt, Mobilität muss einen höheren Stellenwert bekommen, insbesondere wenn die Ressourcen knapp werden, wenn wir kein Öl mehr in der Form bekommen wie jetzt, wenn die CO2-Belastung wird, brauchen wir dort eine stärkere Sicht, was Mobilität eigentlich auch für eine Gesellschaft für eine Bedeutung hat. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch mit den vielen interessanten Blickwinkeln. Danke auch.